Hallo, da sind wir wieder, Pip und Gitte. Wir spielen Kingdoms of Amalur, Reckoning, sind jetzt wieder im Hauptspiel und auf der Insel Dannister und da genauer im Turm von Dannister, auf dieser Insel Dannister. Und das hier ist, was auch immer das ist, es sieht eklig irgendwie aus. Es sieht mächtig, gewaltig, eklig aus. Wir sind auf der Suche nach, wie immer der Typ heißt, den Namen kann ich mir nicht merken, Ventrini oder so ähnlich heißt der. Ja, Ventrinio. Ist wohl ein Gnom. Ja. Leichenschänder und Erwecker. Ja, er experimentiert aber nicht mit Leichen. Nicht schafft, den Leichen auch Verstand und Seele zu geben. Ja, jedenfalls scheint er ja wohl irgendwas mit deiner, also mit unserem Helden. Der hat wohl mit Hughes zusammengearbeitet. Ja. Und unser Held hat auf jeden Fall auch mit ihm zusammengearbeitet. Was für eine Rolle, wenn Trinio, wenn man er heißt, mit dem Tod unseres Helden zu, also beim Tod unseres Helden gespielt hat, wissen wir jetzt nicht genau. Wir werden es wohl herausfinden. So, da tanzt so ein Vergorter. Äußerst eklige Sachen sind hier. Ja, ja. Sag mal, da ist er doch. Das ist doch so ein. Ja, eben, da ist ein Kampf. Ach, Alin Shear. Wow. Na, ist so schnell hierher gekommen. Wieder so ein Sohn von Mars. Wirklich reizende Gesellschaft, mit der sich euer Freund so umgibt. Ja, ja doch. Mhm. Muss man schon sagen. Naja, Pepe hat jetzt Feindling. Mit ja, ich war spierig. Macht den Spaß. Die machen unfähige die Laune. Ja, und die muss er natürlich jetzt immer ausprobieren. Noch? Ja, die sind gut. Da kommt wieder der nächste. Die fallen mir echt gut. Ja, du hättest, hätte ich nicht hättest gedacht. Du schon längst haben können. Da metzelt man sich durch. Ich habe mich immer gewundert, warum man nicht die Feinklingen nimmt. Tja. Aber nun, Pepe hat immer seinen eigenen Kopf und wenn man ihn drängt, naja, weil dann die, macht das erst recht nicht. Das ging irgendwie mit den anderen Sachen parallel besser. Von den Fertigkeiten her. Ja, ja, und für die Feinklingen hätte ich eine andere Schiene noch nehmen müssen. Aber wie man sieht, lohnt sich das sogar. Ja. Sag mal, wo muss ich denn jetzt hin? Ja, du gehst jetzt weg davon. Du musst wieder zu ihr hin, oder? Was ist denn das? Was steht denn da? Nee, das ist Ventrinio. Das ist Ventrinio. Jetzt laufe ich wieder du weg. Du läufst in die entgegengesetzte Richtung. Okay. Sie ist ja auch nicht mitgekommen. Aber da war er doch nicht. Vielleicht ist er unten irgendwo. Irgendwo da. Drin, irgendwo unten. Da ist ein leerer Käfig. Na, da wollen wir jetzt nicht rein, weil es ja die Tür vielleicht zumacht. Trau hier niemand. So, also, falsche Ebene. Ja, das schätze ich auch. Dann gehen wir mal so rum, hä? Ja. Probieren wir es mal. Ja. Vielleicht kommen wir so rum auf die Ebene. Ich dachte schon gerade, hier geht's nicht weiter. Aber hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Und, ist ja gemein, da kann man gar nicht so richtig sehen, wo es nach unten weitergeht. So. Ja, aber ob wir jetzt hier richtig sind? Sag mal, das Zeug wird immer ekliger hier. Ja. Oh, guck mal, ein Abfallhaufen. Ja, da sind die ganzen Leichen, die mussten mir nicht zeigen. Leichen. Ich habe gerade Kuchen gegessen, mir wird schlecht. Also mal nicht vom Kuchen, sondern von den Leichen, ist ja wohl klar. Ist aber auch nicht richtig. Nee. Wir sind hier rum, sind wir runter. Geh jetzt doch sind mal. Wir hier unten. Ja. Nee, das ist nicht richtig. Und ich denke mir auch, dass Alin Shear, wenn sie mitkommt, das wäre vielleicht ein Indikator. Aber sie ist jetzt wieder unterwegs in die aber Richtung. Aber sie ist da oben. Ja. Vielleicht und sie ist nicht mitgekommen. Ich probiere es mal, ich gehe mal wieder zu ihr. Was ist denn das hier? Oder? Was ist das hier? Das hier? Das wäre auch eine Möglichkeit. Nee, es ist der Eingang, oder? Hier sind wir reingekommen. Ja, genau. Geh mal wieder nach oben. Ja. Da, wo sie ist.
Es ist immer blöd mit diesen Ebenen. Ja. Und sie ist da. Ja, da ist er nicht. Und dann gehen wir mal. Aber da ist Alin Shear. Ja. Weißt du, wo es lang geht? Ich halte die Lars hier unten auf. Ach, schon wieder. Schnappt euch Venturino und verschwindet. Ja, das hat sie schon mal gesagt. Da sind wir den gleichen Weg gegangen. Wir sind jetzt werde diesen Treppenaufgang sichern. Wir sind jetzt in diesem Kreis gelaufen, habe ich den Eindruck. Sie sagt dir was von nach oben gehen. Hm. Na ja, dann sehen wir mal zu, dass wir nach oben kommen. Aber ich dachte, ich wäre schon oben gewesen und da war keiner. Naja, vielleicht haben wir da unten... Aber vielleicht war ich nicht weit genug oben. So, und hier ist eine Tür, durch die wir schon gegangen sind, oder? Ja, geradeaus? Ich muss hier gucken, ob es hier irgendwo... Ja, hier geht es weiter nach oben... Schnorcht und schnorcht. Wir hatten ja auch seine Stimme schon gehört. Ja, ja, mehrfach. Eben. Dann sollten wir annehmen, dass wir nicht mehr allzu weit weg waren. Ha? Ja, hier geht es wieder nach oben. Okay, ich versuche immer weiter nach oben zu gehen, bis es nicht mehr weitergeht. Ich glaube, hier waren wir noch nicht, oder? Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern. Ich weiß es nicht, ich wäre total verratzt. Ich meine, du solltest ja auch die lassen, einfach so. Oder alle umbringen? Ich habe keine Ahnung, was ist besser. Ich meine, um den Weg zu finden jetzt so. Karte gucken, aber wir sind jetzt in einem Gebiet, das kannten wir noch nicht. Und wir mal vielleicht neue müssen wir irgendwie von hier hinten rum. Okay, also... Wir haben hier ja meistens auch rund ums. Ja, immer höher und höher. Wir gehen jetzt immer höher und höher. So, wenn wir jetzt neue Feinde finden, können wir mal davon ausgehen, dass wir hier noch nicht waren. Das ist gut. Ach, guck mal, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Nee. Komm, Heini, hilf. Heini hast du doch gerade geholt, der ist ja da. Mach die alle, du Blöde. Ein Moment außer Acht gelassen, weglaufen und sofort lassen und schon regeneriert sie wieder. Genau. Mistvieh. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich bin. Da geht's lang. Da geht es weiter lang in Richtung Westen. Die Richtung passt. Versucht nicht direkt in den Quell zu blicken, wenn ihr hier oben seid. Es kann ein wenig verstörend sein. So. Hier ist ein Hebel. Ich ziehe einfach mal. Ja, wir ziehen jetzt an allen Hebeln. Wisst ihr, kommt wieder jemand rein. Das war wird wieder jemand, wieder eine Leiche Ofen. Entsorgt. Hm. Gott, ist das schrecklich hier. Ha? Ist das nicht... Ja, ist ein netter Typ, dieser Ventrino. Ha? Ja. Bevor der ganze Quell in sich zusammenbricht. Ja? Och. Guck mal, hier sind eine ganze Menge Truhen. Ja. Heiltrank, den wir vielleicht noch brauchen. Der Heiltränke ist immer ein guter Hinweis. Ist nicht verkehrt. Da ist noch eine Truhe. Der kann ruhig drängeln, stört uns gar nicht. Ich weiß nicht, warum er eigentlich, was er eigentlich meint, was du, warum du hier bist. Wenn er dich überhaupt meint. Mit der Jung mit Manna braucht man nicht mehr. Kraftstrotzende Roben. Immerhin 80 Leben, 80 Manna. Aufheben, der neue Assistent. Herr, warte, jetzt sind wir... Ja. Der scheint sich auf uns zu, also auf Pepe zu beziehen. Ja. Was wollte Pepe bei Ventrino? Ventrino. Aha.
Der wunderbare Assistent. Aha. Zukünftige Arbeiten zurückzuholen, ist ja vielleicht schlimm. Nehmen. Ja. Ja, das haben wir ja schon mitgekriegt, dass wenn Trinio ein ausgesprochen netter Typ ist und Octien haben wir ja auch Octien ausgiebig ist noch schlimmer kennengelernt. Ja. Ah, ja, ja, ist gut, ich hab's gemerkt, aber nicht rechtzeitig losgelassen. So, Karte gucken, ja, hier geht's lang. Ich glaube, ich habe vorhin richtig vermutet, dass es genau da ist. Ja. So, da ist er. Da sind wir. Vielleicht sollte ich mal speichern. Ja. Ihr habt euch... Verdammt nochmal! Seit Balor bezwungen wurde, stört die Chaosmagie die Justierung des Quells. Oh. Und jetzt taucht ihr auf. Und die Lars sind... Moment mal. Das kann nicht sein. Ihr seid es. Ihr seid am Leben. Aber ich habe euch sterben sehen. Tja. Erstmal, wer bist du? Stell dich doch mal ordnungsgemäß vor. Ventrinio natürlich. Erinnert ihr euch etwa nicht mehr an mich? Ihr wart hier beim Seelenquell, mein Assistent. Ihr wolltet mir dabei helfen, die Welt zu verändern. Aber das war natürlich, bevor ihr gestorben seid. Was wisst ihr über meinen Tod? Es war schrecklich. Ihr wart der beste Assistent, den ich je hatte. Wer sonst hätte mir helfen können, nach Alabastra zu kommen? Wer sonst hatte einen derartigen Ehrgeiz? Wir hatten bereits mehr als genug Prismär. Aber ihr wolltet die Quelle dieser Macht finden. Auch wenn es bedeutete, dass ihr direkt vor Gadflos Nase herumschleichen musstet. Ich habe tagelang versucht, euren Leichnam zu bergen. Aber ich hätte nie gedacht, euch lebend wiederzusehen oder dass ihr zurückkehren könntet. Wo wir gerade davon sprechen. Wie seid ihr überhaupt zurückgekehrt? Ja, genau. Ich bin in Alabastra. Aber natürlich. Wir waren dort, um Prismär für die Energieversorgung des Quells zu stehlen. Und ihr wolltet herausfinden, was eigentlich hinter dem Prismär steckt. Für einen Krieg gerüstet habt ihr euch auf den Weg gemacht, um direkt nach Bail hineinzuschleichen. Ihr verdammter Narr! Ich hatte größere Chancen, euch von den Toten zurückzuholen, als euch umzustimmen. Aber ich habe keins von beidem geschafft. Das ist nicht wichtig. Nö. Nicht wichtig? Nicht wichtig, sagen. Was ist nur mit euch geschehen? Ihr wart so begierig darauf, auf diesen Quell eingestimmt zu werden. Und jetzt ist es nicht wichtig? Der Quell bricht um uns herum zusammen und euch kümmert es nicht einmal. Ich muss den Energiefluss verlangsamen und das Ding stilllegen. Anschließend haben wir genügend Zeit, uns zu unterhalten und... Oh, verflucht! Da kommen sie! Haltet sie auf! Die Lass sind hier! Haltet sie auf, während ich versuche, den Energiefluss zum Quell zu unterbinden. Nun gut, die Lars, hattest du die nicht selbst irgendwie in die Welt gebracht? War das nicht er? Na, ja, wer sonst? Welcher ist jetzt welcher? Kümmert euch nicht um das Grollen. Konzentriert euch auf die Lars. Ja, die Lase, die erkenne ich ja. Aber bei den Vergotters habe ich leichte Probleme. Naja, und einem Freund wirst du nichts tun können. Das ist schließlich unserer. Ja. Und dem kann man nichts tun. Nein, du stehst im Weg. Oh, die sind ja immer wieder da, oh. Die Söhne von Lars. Na gut. Ist doch schön, dass sie so gut brennen. Mhm. Ach, die kann ich ja nur am allerwenigsten leiden. Aber schön, wenn sie so in der Ecke eingeklemmt sind, dann hat man keine Probleme, die wieder einzufangen. Geistgewebe, Handwickel, oh jo. Siegel des Hammerlords. Was ist denn das? Ah, Macht,
Machtfähigkeiten. Tja, damit können wir leider nicht allzu viel anfangen. Ja, richtig. Es gibt schöne Sachen für Krieger. Ich glaube, Krieger und Magier ist bestimmt auch eine gute Kombination. Ja, aber ich finde eigentlich auch, ja. Ja, man könnte alles Mögliche ausprobieren, wahrscheinlich. So, wieder so eine nette kleine Lea, nicht? Och, jetzt reicht's aber. Mach doch mal ein bisschen. Ja. Absolut sicher. Wisst ihr? Ja, ach, ja. Denkst du? Das, da kam ja immer mehr. Das war dann doch etwas zu lästig. Eben. Diese. Musst du jetzt schon wieder irgendwo rauslaufen? Wo ist dein Freund? Oh, was ist denn jetzt los? Ach, wir sind schon draußen. Wie schön. Aha. Das ging ja fix. Können wir noch etwas retten? Irgendetwas? All meine Arbeit ist verloren. Och, du armer kleiner Blödi. Zumindest sind wir noch am Leben. Ja. Und erneut triumphiere ich über den Tod. Nicht mehr lange, wenn es nach mir ginge, du. Ja. Kennt ihr einen Weg nach Alabastra? Ja, wir brauchen ihn ja wohl, um da reinzukommen. Oder seid still. Ihr wollt zurück nach Alabastra? Nun ja, ich kenne noch immer einen Weg hineinzugelangen. Aber er ist deutlich gefährlicher als bei unserer letzten Reise dorthin. Wenn ich den Quell wieder aufbauen will, werde ich mehr Prismär brauchen. Und ich schätze, ich bin euch wohl etwas dafür schuldig, dass ihr mir das Leben gerettet habt. Vielleicht kann euch ja dieser Talisman helfen. Er ist nur eine Kleinigkeit, die ich aus den Trümmern retten konnte. Möglicherweise kann er euch vor dem beschützen, was auch immer euch beim ersten Mal getötet hat. Viel Geld. Wir gucken uns die Seelenlinse da mal an. Die Seelenlinse, die werden wir uns mal angucken. Ja. Wir hatten dabei natürlich ein wenig Hilfe. Es geht dabei um Kallis Drehen, den Verteidiger des Stolzes. Versteht ihr? In seinem Haus kann niemand gegen ihn bestehen. Man kann sich ihm nicht einmal nähern. Außer man ist im Besitz meines kleinen Geheimnisses. Aha. Und wie lautet euer Geheimnis, du? Geduld, Geduld. Ihr werdet es noch früh genug erfahren. Ich muss es nur noch aus den Trümmern des Turms ausgraben. Geht zum Huffeld. Wir treffen uns dann dort. Und haltet euch von Drehen fern, wenn euch euer Leben lieb ist. Aha. Wir können mal durchfragen. Okay, da werden wir mal durchfragen. Genau, Agat. Ich kenne diese Sorte von Männern. Eine glückliche Kindheit, früh auf dem Höhepunkt und dann hängen sie nur noch an der Flasche und warten auf den Tod. Ich bin beeindruckt, dass ihr ihn von seiner Flasche wegbekommen habt. Aber ihr solltet keine geistigen Höchstleistungen von ihm erwarten. Erwarten wir auch nicht. Nö, aber er ist in Ordnung. Er ist treu und loyal und du bist ein Arsch. Genau, du hast es auf den Punkt gebracht. Ihr meint euren tödlichen kleinen Schatten? Ich kenne Leute wie sie. Sie lächeln einem ins Gesicht, aber nur um nah genug heranzukommen, um einem ihre Messer in den Bauch zu rammen. Tja, das kann sein, aber bisher hat sie noch nicht richtig viel gelächelt, oder? Nee. Nach einem bedauerlichen Zwischenfall mit den Templern entschied Octienne, meine Arbeit an einen Ort zu verlegen, der etwas weniger im Lichte der Öffentlichkeit steht. Wir waren beide der Meinung, dass eine Insel in einem fremden Land hinter den Frontlinien eines Krieges weit genug von neugierigen Blicken entfernt sein dürfte. Ja, ja. Weit weg vom Galgen, ja? Ja. Der Seelenquell ist ein erhabenes Projekt. Ja, es wurden Opfer gebracht. Gesetze wurden gebrochen. Leute sind gestorben. Und sie werden auch weiterhin sterben. Versteht ihr es denn nicht? Genau das versuche ich doch zu verhindern. Ja, klar. Wie viele sind in diesem Krieg gestorben? Tausende? Auf den Schlachtfeldern stapeln sich die Leichen bis in Schulterhöhe. Aber mich nennen sie ein Monster? Nur weil ich versuche, ein Heilmittel dafür zu finden? Tja, so kann man es auch sehen. Wie leid, das könnte man ja dann mal, ne? Sie sind bestenfalls ein Teilerfolg. Sie erinnern sich daran, wie man kämpft. Aber das ist auch schon alles, wofür sie gut sind. Ich habe sie nach einem alten Kinderreim benannt.
Die verdammten Dinger haben die ganze Zeit gejammert. Also ein schlimmer Typ. Es würde sie vielleicht ruhig stellen, wenn ich ihnen einen Namen gebe. Und, hat sie ruhig gestellt? Ein Herzchen. Warst du erfolgreich? Drehen, der Verteidiger des Stolzes. Einer der mächtigen Zwillinge, die ihre jeweiligen Häuser verteidigten. Aber wusstet ihr, dass sie vollkommen immun gegen die Kräfte des jeweils anderen waren? Und wie es scheint, ist die Verteidigerin der Tapferkeit wohl verschwunden, als ihr Haus fiel. Stellt euch nur mal vor, wie nützlich es wäre, sie heute hier zu haben. Tja, dann wäre es ja auch nur eine Pattsituation, oder? Naja. Wenn beide völlig immun gegen die einen anderen sind. Einfache Knochensoldaten, die jeder fähige Magier mit Leichtigkeit erschaffen und beleben kann. Aber natürlich sind sie nicht wirklich lebendig. Nicht mehr, als es eine Marionette ist. Heini, lässt du dir das gefallen? Eine Marionette? Gatflo hat sich ein Königreich aus Prismeren aufgebaut. Denkt doch nur, auf welch gewaltiger Macht er sitzt. Und er verschwendet sie an Schwerter und Bögen. Tja. Diese arroganten Narren. Aber zumindest konnten wir uns an ihnen vorbeischleichen, solange sie noch zu selbstsicher waren. Jetzt, wo die Armee vor ihren Toren steht, werden sie nach uns Ausschau halten. Ja, das ist wohl anzunehmen. Ja. Und dein guter alter Freund Hughes. Er konnte mir nicht das Wasser reichen und war noch weniger geeignet, meine Arbeit fortzusetzen. Er konnte es ja kaum ertragen, zu Studienzwecken eine noch warme Leiche aufzuschneiden. Ich verstehe einfach nicht, warum ihr in seinem Quell zurückgekehrt seid, anstatt in meinem. Vermutlich war es nur eine Anomalie in der Einstimmungsübertragung. Naja, wer weiß. Vielleicht ist er doch viel fähiger, wie du denkst. Es ist ein schrecklicher, dreckiger und hässlicher Ort. Es ist dort zu feucht, um Leichen konservieren zu können, und zu heiß, um zu verhindern, dass sie stinken. Oh, wie wünschte ich mir, wieder in einer Höhle in der Türe zu sein. Tja, vielleicht bietet sich irgendwann die Möglichkeit, und dann schön zumauern. Ihr erinnert euch nicht mehr daran? Ach, warum sollten wir in der Vergangenheit herumwühlen? Immerhin geht es euch doch gut, oder etwa nicht? Ihr seid doch nicht nachtragend. Doch, natürlich sind wir nachtragend, du Zwerg. Nase. Ich muss es wissen. Wir werden es rausfinden, oder? Na gut. Schon gut, schon gut. Wir waren in Alabastra, um Prismere zu sammeln. Ich hätte niemals gedacht, dass es gefährlich sein könnte. Zumindest nicht sehr. Ach, seht mich nicht so an. Unfälle passieren eben. Und wo gehobelt wird, da fallen auch mal ein paar Leute. Ich wusste nicht das Geringste darüber, wer ihr vor eurer Arbeit für mich wart. Octienne hat euch angeheuert und mir gesagt, ihr wärt ein einfallsreicher Assistent. Das ist alles, was ich weiß. Ihr mochtet es nicht, über euch zu sprechen. Eigentlich mochtet ihr so gut wie überhaupt nichts. Ganz ehrlich, ihr wart wirklich ein schrecklicher Zeitgenosse. Aber ihr habt euch geändert, das könnt ihr mir glauben. Vor eurem Tod wärt ihr niemals derart diplomatisch gewesen. Vermutlich hättet ihr schon längst versucht, eure Antwort mit dem Messer aus mir herauszukitzeln. Oh, wo wir gerade davon sprechen. Bevor ihr gestorben seid, habt ihr dies hier in eurem Zimmer zurückgelassen. Nehmt es. Aha. Siegel des Hammerlords. Hat man nicht irgendwo gerade was von einem Hammerlord gekriegt? So, Octienne. Octienne? Der Mann hatte einfach keine Visionen. Ist es denn zu glauben, dass er einfach nur seine persönliche Unsterblichkeitsvorrichtung wollte? Welch kleingeistiges Ziel für einen Templer. Er war jedoch nicht sonderlich zimperlich, was die nötigen Maßnahmen für die Entwicklung des Quells betraf. Und ich schätze, er hat außerdem gut bezahlt, wenn man das als Beweggrund für wissenschaftliche Forschung betrachten will. Tja, die Finanzen sind nun mal notwendig. Ja. Wir brauchten enorme Mengen von Prismeren, um den Quell zu betreiben. Sie sind jedoch außerhalb Alabastras so gut wie unbekannt. Also mussten wir uns selbst dorthin schleichen, um sie zu sammeln. Wir waren in Alabastra und ich hätte niemals gedacht, dass es gefährlich sein könnte.
Zumindest nicht sehr. Ach, seht mich nicht so an. Was Unfälle passieren eben. Mhm. Und wo gehobelt wird, aber da fallen auch mal ein paar Leute. Das ja, hatten wir schon. Aber ich weiß nicht. Komisch, warum das, ist das tot immer dann? Wieder auf, ja? Also, na schön. Ja? Ja, ja, ich habe in Alabastrapis mit. Ich habe tagelang versucht, euren Leichnam zu bergen. Das war jetzt wieder was anderes. Ja. So kann ich es auch zugeben. Aber ich muss Hughes wohl dafür danken, dass er Erfolg hatte, wo ich scheiterte. Mhm. Ja, gut. Ansonsten war es ja wohl. Hier alles oben, ja, oben gesehen. Wenigstens. Mein Name ist Ventrinio Desselini und ich bin Professor Emeritus Abscondus der postmortalen Studien an der Universität von Adessa. Wow. Natürlich war das alles, bevor ich meine Arbeit am Seelenquell aufnahm. Ein derart bedeutendes Unterfangen lässt einem nicht mehr sonderlich viel Zeit für andere Betätigungen, versteht ihr? Ja, du bist irgendwie ein unglaublich unsympathischer Knilch. Allerdings. Geht einfach zum Hoffeld und wartet auf mich. Wir treffen uns dort, sobald ich diese verfluchte Essenz gefunden habe. Na gut. Na gut. Dann gucken wir jetzt erstmal an, was wir da getrichtern. Ich werde den Gnom im Auge behalten. Ja, das ist gut, macht bis ich dort eintreffe. Ja. So, und wir werden jetzt mal gucken, was wir gekriegt haben. Ja, pass gut auf den Typen. Ich traue ihm keinen Millimeter. Okay, wir wollten gucken. Accessoires. Das Siegel des Hammerlords. Ha? Ja, das hast du gekriegt. Den haben wir doch gefunden. Den haben wir gerade gefunden. Den habe ich zum Plunder gepackt. Genau. Jetzt haben wir nochmal gekriegt. Ja. Okay, aber was ich kann nichts anfangen damit. Hattest du nicht noch was anderes gekriegt? Gucken wir mal durch. Gucken wir mal, was haben wir denn an neuen Sachen? Der ja, das ist uninteressant, mehr das ist auch uninteressant. Ich glaube, eine Waffe war das da nicht. Ist auch, nee, es war keine nee, da ist nichts Neues. Halt, rüstungsmäßig. Bis jetzt nur weiße Sachen, noch mehr weiße, die Schuhe des Schneesturms. Nee, die Seelenlinse, ich weiß, es ist die Seelenlinse. Die Seelenlinse, genau, da ist es. Ein so, Schild. Ist ein Schild. Naja, das kann man jetzt wirklich nicht vergleichen mit deinem. Nee, also da ist meins doch klasse. Aber das musst du mir das angucken, das war es nämlich. Ja, Seelenlinse klang ja sehr war's. Interessant. Genau. Na? Gut, ich würde sagen, dass wir. Was machen wir jetzt als nächstes? Was ist unser nächster Auftrag? Wo müssen wir jetzt hin? So, ich darf nicht vergessen, den Nieser rauszuschneiden. Ja. Und dann gucken wir mal, wo wir hin müssen. Logbuch. Zum Hoffeld müssen wir reisen. Drehen ist unbezwingbar und verteidigt den Zugang nach Alabastra. Hm. Okay, dann gucken wir mal, wo ist das Hoffeld? Irgendwo hier hinten. Wir müssen wieder runter von der Insel. Ich glaube, die Söhne von Lars da unten interessieren uns nicht besonders. Alin Schier passt auf Ventrino auf. Was sind die alles? Die sind ja, ja okay. Und das sind Soldaten. Na gut, dann können wir ja mal in die Richtung gehen. Ich würde sagen, bevor wir da aber weitergehen, dann machen wir Schluss. Das ist nämlich nicht mehr so lange. Ja, wir gehen jetzt erstmal hier aus dem Gebiet raus, von der Insel wieder runter. Und dann müssen wir sowieso gucken, wie man da hinkommt, wo wir hin müssen. Wir müssen jetzt wieder durch den Schattenpfad. Es ist hoffnungslos. Naja, was ist denn wir mal hoffen, dass es nicht ganz so hoffnungslos ist, wie du jetzt sagst. So, wo müssen wir hin? Keine Ahnung, ich sehe es nicht. Doch, da. Dahin. Und? Ja. Aber da können wir nirgendwo hinspringen, oder? Wir können hier irgendwo hinspringen, da oben noch, aber da müssen wir laufen. Ja. Gucken wir mal auf die Weltkarte. Mhm. Ja, wir haben nichts, was näher dran ist. Dann dahin. Damalrock kannst du ja. Damalrock ist doch. Ja, genau. Geht nicht. Na gut, wir machen, ach ich will so, sagen, wir machen. Quatsch, Weltkarte. Ja,
Ist egal, ach so. Lauf halt. Ich würde sagen, wir machen sowieso Schluss jetzt. Wir haben die Zeit erreicht. Nach Schluss an Söller können wir. Kommen wir noch. Okay, das machen wir noch. Na gut. Gutflo wird zufrieden sein. Das ist euer Ende. Oh, damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Ja, zum Glück ging es schnell. Es macht nichts. Genau. Okay. Die haben auf uns gewartet. Dicker Hund, ha? Okay. Bis zum nächsten Mal, Daniel. Ja, bis dann. Tschüss.